So, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2 Nacht des Raben. Und zwar. Wie heißt's? Diesmal Part 69. Jetzt kümmern wir uns mal um Malak, diesen Mümmelmann. Ich weiß auch, wo der ist. Und dann bringen wir mal. Warte mal, ich könnte eigentlich mal gucken. Nachricht. Gift der Blutfliegen. Mohammed ist ein Pyrokas, magischer Brief. Fernando Vino Malak Bromo. Gut, machen wir Malak. Dann geben wir dem Pyrokar diese ganzen Almanache. Und dann gucken wir mal, was wir weitermachen als nächstes. Wir haben ja jetzt ordentlich XP abkassiert, muss man sagen. Und wir brauchen noch knapp 14.000. Ja, das könnte hinkommen. 14.300 ungefähr, so circa. Dann können wir da noch ein bisschen EXP abkassieren. So, wir brauchen 5. Warum bin ich so versessen auf 50 Gewandtheit? Wir brauchen mindestens 5. Gewandtheit nicht, sondern Geschick. Wir brauchen nämlich mindestens 50 Geschick, um damit der eine Pirat uns Taschendiebstahl erlernt. Und damit können wir einigen Leuten ein bisschen die Taschen leer räumen. Dazu auch ein bisschen. Na, wie heißt's? Ein bisschen EP abgammeln und den einen oder anderen Schlüssel für die Truhen abgreifen. Meinst du, mir geht es besser? Das war keine große Sache. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Sekunde, ich muss noch mal ganz kurz im Discord was schreiben. Ich weiß, wo Malak geblieben ist. Musst du da jetzt noch was schreiben? Ja, ja, wir wissen, dass du da bist. Da ist. Drecksack. Super. Yo, yo, yo. Missgeburt. Alter Schwede. So, das bedeutet, wenn wir jetzt hier an so einem Schrein beten, dann kriegen wir dieses komische, beklemmende Gefühl. Hier steht Malak. Der ist nach dem zweiten Kapitel, hat er echt die Hosen voll. Tiefe Seele, du
So, den muss ich mitnehmen. Ach komm, den Apfel nehme ich auch mit. Die Kohle. Na komm, Bauern werde ich jetzt nicht hier. Bauern werde ich jetzt nicht schröpfen. So, Malak haben wir. Das bedeutet, wir könnten jetzt zu Pyroka zurück. Oh Mann, mein Kopf. Hey! Warte mal. Nicht so schnell, mein Freund. Du brauchst Hilfe. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück zu Bengar. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ja, du Arsch, hast den da einfach in Ruhe allein gelassen, ne? Du Penner. So, der Bengar heult jetzt rum. Ich gehe jetzt auch zurück zu Bengar und quatsche mit dem noch ein bisschen. Dann heult er nämlich rum, dass hier viel zu viel los ist. Im Hood. Da oben gibt es auch noch ein paar Suchende, die kann ich eigentlich auch klatschen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar, wie heißt's? Ein paar EP zum Abgreifen. So, was haben wir denn hier? Moment mal, ich habe doch... Warum habe ich mittlere Wunden heilen? Wo habe ich das? Warum habe ich das nicht auf der 9? Das frisst ganz schön viel Mana. 25, aber dafür 400 Heilkraft. Das ist fast einmal voll, ne? Nee. Ich habe doch 4 gehabt. Hallo, danke. So, ich hoffe, dass der so bald sein Amulett fertig hat. Dann habe ich nämlich kein Problem, mit denen zu quatschen. Ja, jetzt fühle ich mich nämlich langsam besessen. Ja, ja, ja. Das ist so ein beklemmendes Gefühl. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Dieses Piepen. Naja. Geben die, ne? 13.000, ja komm. 13.000 ist schon eine Hausnummer. Na, wird jetzt ganz schön laut, der Hintergrund hier. Beziehungsweise vielleicht liegt es auch einfach nur an meinen Dingsbums. Ist Pardos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Vergiss es. Der arme Kerl kann einem leid tun. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Das liegt doch auf der Hand. Wie ist die Lage? Schwere Zeiten sind das. Ich weiß nicht, ob ich noch länger durchhalte. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder ein Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube. Wolf. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekopf soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Na, als ob der das machen würde. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Das ist gemein. Gut, ich werde jetzt zurück zu Wolf gehen. Ich glaube, ich werde laufen, obwohl ich könnte eigentlich auch... Kloster muss ich jetzt erstmal nicht. Doch. Taverne, Großbauer, Kloster. Gut. Hey. Und alles im Lot.
Was hast du jetzt? Ich werde weiterhin... Und dann? Wir werden sehen. Alles klar, hier die Jungs. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Söldner sind eigentlich ein cooles Völkchen. Also was halt gegen Orks und so drauf ist, da haben die echt ordentlich hier. Das war doch klar. Meinst du, mir Feuer. Geht es besser? Ich glaube gar nicht, dass das hat er doch vorher gewusst. Ich habe vielleicht einen Job für dich, auf Bengars Hof. Lass hören. Der Pass zum Minental mündet genau in Bengars Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Wieso? Ich weiß nicht, warum er sich so. Dann gehe ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Gut, das macht 800 Goldmünzen. Stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast umsonst machen, aber für dich. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich denke darüber nach. Okay, aber lass mich. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht. Hm, hab ich ja. Gut. Ich hab gut. Stolzer Preis. Tja. Dann kann man nicht durch. Hier ist dein Gold. Gut. Dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen. Wir sehen uns. Ich hab wieder auch ein paar EXP. Na, der Wolf ist eigentlich ganz cooler Typ. Du hast doch nicht gewusst. Aber naja. So ist das halt. Oh ja, falsch. Das wollte ich trinken. Ich werde jetzt zu Benga gehen. Ich werde ihm Bescheid geben, dass ich den Wolf losgeschickt habe. Der wird schon da sein. Und als Dank lässt der Balthasar auf seine Weide. Dann gehe ich zu Sekops Hof zurück. Und sag dem Balthasar Bescheid. Und guck mal, was da noch so an XP rumeiern. Bin froh, dass ich bei den Piraten diesen doppelten Hammer geholt habe. Oder war das bei Snuff? Ich weiß nicht ganz. Samuel, genau. Samuel, die alte Schnapsdrossel. So, die Jungs sind da. Du hast alles im Griff, Wolf? Er muss das ja besser. Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Sauber. Super, auf die Jungs ist echt Verlass. Also muss man schon sagen. Machen sie schon. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Ach, der Wolf ist ein cooler Mann. Ich denke, das kannst du gebrauchen. Danke. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber wenn kein Wunder geschieht. Gut. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich dachte, ich muss da noch irgendwas triggern. Da ist noch ein Suchender. Die Sau mache ich jetzt platt. So, da läuft auch noch einer rum. Na, dann komm mal her. Komm her, hab ich gesagt. Ja, so wird das nichts, mein Freund. Na, komm her. Warte mal, wenn ich mich hier so hinter dem Baum verstecke, dann müsste doch eigentlich... Genau, wenn du dich nämlich hinter etwas versteckst, was du nicht umknüppeln kannst, dann kommen die nämlich vorbei. So, was ist mit dir? Was macht die Jagd? Es wird immer verrückter hier draußen. Mittlerweile sind Dutzende von diesen schnaubenden Tieren aus dem Pass gekommen.
Das Jagen hier oben wird unter diesen Umständen immer schwieriger. Es kann nur noch besser werden. Ah, ich liebe Erdnüsse. Alles klar, dann lassen wir das mal. Nehme ich noch so einen Hammer. Könnte eigentlich meine Stärke auch mal wieder ein bisschen buffen. Indem ich die Äpfel esse. Ich glaube, waren das 25 Äpfel? Ich meine, 25 oder 20 Äpfel geben 3 Stärke. Bin mir da nicht so ganz sicher. Naja, mal gucken. Ne? Dann sagen wir erstmal dem Balthasar, dass wir da hier mit Benga gequatscht haben. Sonst alles klar? Schlimme Zeiten sind das. Ich kann meine Schafe nicht finden. Das werde ich Sekob wohl beichten müssen. Warte mal. Ich kann nicht klagen. Warte mal. Fällt mir nicht, dass der wieder dahin geht. Ich glaube, das hätte ich noch nicht machen sollen. Kann meine Schafe nicht finden. Das hätte ich wohl beichten müssen. Gut, dann können wir die Quest entweder nicht mehr machen oder noch nicht. Ich glaube, wir könnten uns jetzt zum Kloster teleportieren. Ich habe immer noch das beklemmende Gefühl in mir. Das Problem ist nämlich bei dem beklemmenden Gefühl, wenn du dann damit pennst, kannst du dich halt nicht erholen. Schön Tür zu machen. Milton muss draußen bleiben. Der Mümmel. Die Meinung kennst du ja schon. Ich hab der Alten beim Duschen zugeguckt. Das geht ja mal gar nicht. Wenn du den umknüppelst, kannst du auch ein Nacktbild finden. Meine ich. Natürlich grob und schlecht gezeichnet. Er hat nämlich hier so irgendwo ein Bild und das wurde ihm gestohlen. Das will er wieder haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Aber keine Ahnung, hier so ein Strichmädchen mit ein paar Brüsten oder so. Also nichts Großartiges. Weißt du was, das machen wir mal ganz kurz. Ich mach das mal ganz kurz in der im Cheat-Modus. Ist das das Bild? Nein, okay, ist er nicht. Schade. Gut, ich dachte, der Barbo hätte das. So, Pirokar, du kriegst jetzt von mir alle. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Jo. Sprich, Bruder. Ich habe noch mehr Bücher der Suchenden für dich. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Jo. Coole Sache. So, ich muss jetzt mal mit den Nüssen genug tun, sonst esse ich die nämlich komplett leer. Das waren 2 ganze Päckchen, das muss ja nett sein. So, da sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Knapp 10.000 noch. Puh. So, gibt es hier jetzt neue oder ist es jetzt kapitelmäßig?
Okay. Nur mal gucken. Suchenden. Schutzamulett, das ist ganz gut. Hey, du. Wie steht's mit dem Versprochen? Ich bin fertig. Hier, trage es immer bei dir und die Suchenden werden... Ich danke dir. Gut, perfekt. Haben wir das auch schon hinter uns gebracht. Vielleicht sollte ich Xardas mal Bericht erstatten. Aber ich glaube, das interessiert den Alten echt nicht, was wir hier so zu berichten haben. So, Tür zu, Klappe zu, Affe tot. Frankos Amulett. Schutz vor Magie. Schutz vor dem schwarzen Blick. Brauche ich aber später, weil hier hält sich das ja noch in Grenzen. Von daher alles gut. Muss mal gucken, was habe ich denn noch? Jetzt machen wir uns wirklich auf die Suche des, auf das hier Auge am Amulett-Dingsbums. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das machen wir aber beim nächsten Mal hier. Macht's gut, Leute. Ich speichere jetzt hier mal ab. Let's play.